Hallo, da sind wir wieder. Hallo. Wir sind heute auf unserem Lieblingsbänkle. Ganz neu von der Heimatstadt aufgestellt. Ja, und es hat hier ein wunderschöner, toller Ausblick. Und da die Anfahrt schon ein bisschen steil war. Tut es immer gut zum Ausruhen. Ja, genau. Machen wir hier jedes Mal ein Päuschen. Und zum Glück ist das Bänkle heute frei, denn es ist sehr gut frequentiert. Aber wir haben Glück und es ist frei, so können wir jetzt hier noch ein bisschen die Aussicht genießen. Und, aber deswegen sind wir ja jetzt eigentlich gar nicht unterwegs. Nein. Nein, warum sind wir unterwegs? Weil es gibt nicht nur einen großen Pilot, sondern es gibt auch eine kleine Pilotin. Ja, genau. Also ich habe diesen Lockdown jetzt einfach genützt und habe mich auch ein bisschen mit der Drohne auseinandergesetzt und habe den A1 und den A3-Schein gemacht. Und okay, nur die Theorie, die nützt mir jetzt eigentlich nicht so viel. Und deshalb sind wir jetzt auf dem Weg zu einem riesengroßen Feld, wo ich dann in Ruhe etwas üben kann. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr gerne dabei sein und zuschauen, was ich da so anstelle. Also der Lockdown bringt schon was. Ja? Das sind die Vorteile des Lockdowns. Mhm. Die Nachteile des Lockdowns, das ist eigentlich, das haben wir ja schon festgestellt, dass unsere T-Shirts ein bisschen eingelaufen sind. Ich denke, dass die Ossi das immer zu heiß gewaschen hat. Ja? Aber was mich jetzt wundert, ist, dass auch die Lederjacke eingelaufen ist. Ja, ja, die sind bei uns beide eingelaufen. Irgendwie passt die nicht mehr richtig. Ja. Nee, irgendwie hat diese Zeit in dem Lockdown, wo wir zum Nichtstun verdonnert worden sind, unsere Lederjacke nicht so gut getan. Nein. Ja, na ja, aber. Deshalb schwingen wir uns jetzt auch wieder auf unser Fahrrädle und fahren auf das große Feld, wo ich noch ein bisschen mit der Drohne üben werde. Genau, und ihr dürft ruhig ohne Fahrräder mitkommen. Ihr könnt es euch wie immer gemütlich machen. Dann wollen wir mal schauen, wie es funktioniert. An ist sie mal. Was ist Flug? Also zum Pflege kann ich sie auf jeden Fall schon mal bringen. Mal schauen, was wird. Ich sehe gar nicht, wo wir stehen. Aha. Du musst die Karte einschalten. Ich sehe sie ja jetzt. Ich wusste jetzt nur nicht, ob die uns sieht. Schaut die jetzt zu uns oder in die andere Richtung? Die schon in die andere Richtung drehen, muss ich sagen. Wo ist der Trecker? Du musst die Kamera ein wenig nach unten fahren. Da musst du den linken Knopf nach links. Ha? Und das Rädchen nach links. Das ist eine Stressprüfung des Piepsen.
Nein, das ist, dass die Batterie fast leer ist. Ja, eben. Und dass du da jetzt geprüft, ob du die runter. Ruhe bewahrst. Oh, das war die falsche Richtung. Komm wieder her. So. Und dann holen wir sie jetzt einfach runter. Jetzt schon einmal herfliegen lassen. Und wenn du das korrekt machen willst, musst du mit dem Hinterteil zu uns herfliegen lassen. Aber dann nimmt sie auf. Also ich lasse jetzt landen. Machen wir noch ein bisschen weiter rüber, in die andere Richtung. Doch gar nicht so schlecht, also. Praktische Prüfung bestanden. Ja. Und sogar ohne Hilfe dieses Mal, gell? Ja. Ja. Starten, landen, perfekt. Aber ich muss schon noch einiges üben. Gar nicht mal so einfach. Aber macht Spaß. Und was ich entdeckt habe, ist, dass man auch FPV fliegen kann mit der Drohne. Das heißt, die Drohne gleicht ja immer eine Schräglage aus mit dem Gimbal und man kann das so einstellen, dass diese Schräglage auch gefilmt wird. Deswegen gibt es ja auch diese FPV-Brillen. Ja? Mhm. Da habe ich jetzt auch eine, aber die funktioniert nicht so richtig, weil die sich nicht scharf stellen lässt. Also. Ja, da kann er jetzt gar nicht damit fliegen, ja, zu seinem Bedauern, weil er sieht nichts dabei. Ja. Also das ist noch nicht ausgereift gewesen, was ich mir da besorgt habe von DJI. Aber man kann es euch am Bildschirm schon mal zeigen, was ich meine. Ja? Also es lässt sich auch mit den Drohnen FPV fliegen, also Schräglage fliegen. Ja, obwohl, also so toll finde ich das überhaupt nicht. Ich finde es auch nicht besonders. Also, ich bin es ja auch schon geflogen, habe es nur noch nicht aufgenommen und so berauschend finde ich das auch nicht. Aber ich zeige es euch trotzdem mal, was ich meine. Ja, genau. Und dann könnt ihr selber sehen, dass ich finde nichts dabei. Schön, also einfach schöne Drohnenaufnahme macht viel mehr Spaß, finde ich. Ja, ja. Also, schaut es euch mal an. Ja. Konzentriert jetzt mit der Einstellung. Da muss man so viel beachten. Stimmt's, Helle? So, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, wie immer. Irgendeinen Fehler macht er immer. Oder oft, nicht immer. Darf nicht so böse sein. Ja! Aber das klappt schon noch. So. Na, Helle, und das Auffangen mit der Hand, das ist für dich das Beste, gell? Ja, ja, ja. Wenn wir es mal raus haben, wie es geht, dann ist das ganz einfach. Ja, ja, ja. Kamera ausschalten erst. Denn wenn man das nämlich nicht macht, dann sind die ganze Aufnahme futsch. Dann kann es zu einem Aufnahmefehler kommen. Ja, was wir schon öfters hatten. Was ich schon öfters hatte. Ja, ich bin ja dabei. Aber ihr seht, Helle braucht mich halt doch.
Gell? Natürlich. Was ich noch sagen wollte ist, wir sind angeschrieben worden auf unser letztes Video, was wir für Drohne haben, was wir für Erfahrungen damit haben, was wir empfehlen können. Bevor wir euch allen das jetzt einzeln erklären, verlinken wir die Drohne, die wir haben und die wir empfehlen unten. Wir haben auch so einen Amazon-Shop, da könnt ihr euch das dann alles in Ruhe anschauen und wenn ihr da was bestellt, dann kriegen wir eine kleine Provision, aber die Drohne kostet euch nicht mehr. So, jetzt piepst sie, weil der Strom nämlich gleich zu Ende ist. Und das ist der Grund, warum ich auch heute diese Mavic 2 nicht mehr kaufen würde. Ja, so, die machen wir jetzt gleich mit Landen. So, die ist jetzt gelandet. Die Mavic 2 Zoom haben wir. Eigentlich bin ich mit der Drohne ganz zufrieden. Sie wiegt halt über 900 Gramm und das macht sie dann auch erlaubnismäßig wieder etwas schlechter gestellt. Ziemlich erlaubnisfrei ist die Mavic Mini 2, aber die würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil sie sehr windanfällig ist. Und sie ist zwar schön leicht zum Mittransportieren, aber sie ist halt sehr windanfällig. Mein Favorit, wenn ich mir heute eine neue Drohne kaufen würde, wäre es die Mavic Air 2. Die hat erstens eine viel längere Akkulaufzeit, 34 Minuten pro Akku. Und ich bin sie noch nicht Probe geflogen, aber alles, was ich bisher darüber gelesen und gesehen habe, fliegt die nicht viel schlechter als die Mavic 2 Zoom. Sie ist auch etwas leichter und etwas einfacher zu mitnehmen. Und vor allen Dingen, man kann sie auch mit diesem Element da bedienen, was eigentlich sehr praktisch und sehr hilfreich ist, dass man nicht das Handy einspannen muss in die Fernbedienung. Wir verlinken das unten und auch das Zubehör und da könnt ihr euch das dann anschauen in Ruhe über Amazon Shop, aber Mediamarkt verkauft natürlich auch Drohnen. Ja? Mhm, das wollte genau. Ich. Aber der hat ja, glaube ich, zu. Ja, der Online-Shop ist offen. Ah, okay. Also das wollten wir noch dazu sagen. Aha, okay. Und was wollten wir noch sagen, Musi? Nichts mehr, außer dass heute wunderschönes Wetter ist.
richtig ja. zum Genießen. Ich wollte nur sagen, diese A1A3, den die Ossi jetzt gemacht hat, den könnt ihr im Moment kostenlos machen beim Luftfahrtbundesamt. Also das wird irgendwann sicherlich auch kostenpflichtig sein, aber im Moment kann man den machen und er ist anspruchsvoll, anspruchslos. Er ist gut zu machen. Also viele Fragen konnte ich intuitiv sogar beantworten. Ja. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und diese Fragebögen, die durchgeht, dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Also man muss halt die Grundbegriffe wissen und das sind nicht allzu viele und nicht allzu schwer. Der A1, A3, den kann man machen und damit hat man die Grundvoraussetzung, dass man in Abstand von Menschen und von Gebieten, Wohngebieten, Industriegebieten die Drohne auch steigen lassen darf. Die Regeln, die sonst gelten in Deutschland, die gelten natürlich nach wie vor. Das Rechtssystem ist gerade am Überarbeiten. Ja. So, und das war's jetzt drohnenmäßig. Ja. Und ich muss noch sagen, ich muss noch viel üben. Ja, das müssen wir auch. Ich auch. Richtig klappt das alles noch nicht. Bei mir auch noch nicht. Perfekt. Nobody is perfect und man kann immer dazu lernen. Nee, und eben, wie heißt es so schön? Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Genau, aber manche Drohne schon. Ja, eben. Und solange die oben bleibt, ist alles gut. Und heute haben wir es ja auch wieder heile runtergekriegt. Ja. Und euch hoffen wir, ein paar unterhaltsame Minuten geboten zu haben. Mhm. Wenn das so ist, könnt ihr gerne mal einen Daumen wieder da lassen. Ja, wir freuen uns immer drüber. Ja, die haben wir sehr gerne, genau. Also, dann macht's gut. Jawohl. Im Lockdown. Bleibt gesund vor allen Dingen. Ja. Bald geht das Impfen richtig los. Ach je. Oh. Ja, ist sehr optimistisch. Das dauert. Ich bin immer Optimist. Und das dauert und dauert. Okay, also, sagen wir mal Tschüss. Ja, genau, wir diskutieren das einmal. Ja. Ciao.